Nach dem gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul bleibt Saudi-Arabien unter Druck. Der Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP: Wir sehen, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die äußerst brutal geplant war und dass mit viel Mühe versucht wird, die Sache zu vertuschen. Das ist ein sehr komplizierter Mord. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur SPA hat der saudische König Salman mit Mitgliedern der Familie Khashoggi telefoniert. Auch Kronprinz Mohammed bin Salman habe den Hinterbliebenen telefonisch sein Beileid ausgedrückt. Saleh Khashoggi, Sohn des getöteten Journalisten, habe sich für die Anteilnahme bedankt, hieß es. Die türkische Verlobte von Khashoggi wurde laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu unter Polizeischutz gestellt. Die Frau hatte am 2. Oktober vor dem Generalkonsulat auf Khashoggi gewartet, der dort Dokumente für ihre Hochzeit holen wollte. Als er nicht wieder herauskam, alarmierte sie die Behörden.